Liebe Gäste, liebe Besucher, als Obmann des Museumsvereins Jeidhof heiße ich Sie herzlich willkommen hier in diesem wunderschönen Schlosshof in Jeidhof. Jeidhofer Advent ist alle Jahre schon, mittlerweile seit 12 Jahren, ein Fixpunkt hier im Dorf, etwas zu veranstalten. Und wir sind stolz, dass wir diesen Advent hier in Jeidhof haben. Ja, wir haben uns heute für dieses Fest sozusagen wieder große Ziele gesetzt. Und was unterscheidet uns vielleicht von so manchen anderen Veranstaltungen? Und das sind sicher die Besonderheiten, die wir bieten. Und wir haben heuer, oder wir bieten heuer zum Beispiel die Gelegenheit, Menschen über die Schulter zu schauen, die ein Handwerk beherrschen, das was vor 100 Jahren üblich war. Zum Beispiel können Sie heute einen Dachschindelmacher über die Schulter schauen, der sein Stück Holz Dachschindeln fertigt. Und das ist sicher was Besonderes. Ein Highlight für die Kinder darf natürlich auch nicht fehlen. Sie lachen so schön von mir. Ihr habt Gelegenheit, in der Lebkuchenstube selbst euer Können zu beweisen und Hand anzulegen. Dazu ein paar Lebkuchenstücke verzieren. Und wenn sie euch dann ganz, ganz gut gefallen, dann beißt sie mal richtig rein. Das, was wir hier bieten, das ist regionale Kleinkunst. Alles, was hier angeboten wird, ist selbst gemacht, selbst gebastelt, selbst gefertigt. Und ich danke allen Ausstellern dafür, dass sie mit so viel Liebe mit dabei sind bei der Vorbereitung dieser Veranstaltung. Dankeschön. Advent, das ist eine Zeit, die die Kirche im 5. Jahrhundert ganz bewusst eingeführt hat, nachdem erste Streitigkeiten über unseren Löser, unseren Herrn Jesus Christus, der zwei Naturen, die göttliche und die menschliche, in einer Person verbindet, nachdem Streitigkeiten über diese beiden göttlichen Naturen eben die Gläubigen verwirrt haben. Und um auf dieses Fest seines Kommens, der Menschwerdung, des göttlichen Wortes, der zweiten göttlichen Person hinzuweisen, auf dieses Fest hinzuweisen und die Menschen vorzubereiten, wurde der Advent eingeführt. Beginnend mit Predigten des heiligen Leo des Großen zum Advent, den 4 Sonntagen vorher und daher eben auch diese 4 Wochen Vorbereitungszeit. Es ist aber nicht nur einmal im Jahr oder alle Jahre wieder Advent, sondern der eigentliche Advent ist unser jetziges Leben, das uns ja in die ewige Seligkeit, in die Anschauung Gottes führen sollte. Denken Sie also bitte auch daran, wenn Sie jetzt hier bei uns in Jeidhof den Advent beginnen, eben nicht nur sich auf Weihnachten, auf das Fest aller Feste vorzubereiten, sondern vor allem eben auch, dass wir eigentlich dem ewigen Leben einen Schritt näher kommen und dies eben würdig uns vorbereiten sollen, Gott entgegenzugehen, um sein Lob singen zu können und damit auch selber beglückt zu werden. Das Waldviertel als Königreich der Stille ist der Buffer, möchte ich sagen, für diese hochtechnisierte Zeit. Und wir wissen alle, dass eine hohe Technologie in der anderen Seite unheimlich viel Freiraum braucht. Denn in der Erziehung sagt man, Kinder sind wie Uhren. Man darf es nicht nur aufziehen, man muss sie auch laufen lassen. Und in unserer Welt werden die Menschen, nicht nur die Kinder, die Menschen immer wieder aufgezogen, Stress und Hektik. Wir müssen sie ja laufen lassen. Da ein wenig schauen, ein wenig einen Schnaps trinken, ein wenig was kosten, ein wenig was einkaufen. Auch die Menschen, die Erwachsenen sind wie Uhren, die eine ganze Woche, eine ganze Zeit aufgezogen werden, wir müssen sie auch laufen lassen. Und ich wünsche Ihnen allen, all den Besuchern, die kommen, dass sie sich wirklich sozusagen ein wenig ausreden, die Feder entspannt wird, dass sie sozusagen auch das Fest dann entsprechend genießen können, nicht ganz sozusagen wie die Hund am letzten Dings nicht mehr lechzen. Ja. Ich wünsche allen, dass sie genau das Erlebnis mitnehmen, wo sie sagen, schön war es, super war es, ein wenig Geld haben wir ausgegeben, das wollen ja die Aussteller haben, dass wir Geld ausgeben, und sonst haben wir auch für uns etwas getan. In diesem Sinne, nur einmal allen, die mitgewirkt haben, ein herzliches Dankeschön. Und
allen Besuchern und uns allen möchte ich sagen, wünsche ich das, dass Sie Ihre Federn sozusagen hier entspannen können und das Königreich der Stille in diesem wunderschönen Ambiente genießen können. Ich erkläre hiermit, obwohl schon Pensionist, diesen 12. Jeithofener Advent für eröffnet und freue mich zum Schluss, dass ich alle 12 habe eröffnen dürfen. Dankeschön. Dankeschön und einen wunderschönen Tag. Ja. Esse Maroni, alle! Seit wann sind Sie schon als Maroni-Brater hier in Jeithof im Einsatz? Wir sind seit dem Anfang des Adventmarktes hier in Jeithof mit dem Maroni da. 12 Jahre. Und was ist das große Geheimnis der Maroni? Die Qualität. Wollen einkaufen, die Qualität und die richtige Zeit, wie lange wir drinnen bleiben müssen. Herr Bürgermeister, zum 12. Mal findet hier vor dem Schloss der Jeithofer Advent statt. Ein, sage ich mal, Advent, den es nicht alle Tage sonst irgendwo gibt. Es gibt ja sehr viele Adventveranstaltungen, aber dieser Jeithofer Advent ist ja etwas ganz Besonderes. Das ganz Besondere an diesem Advent ist, dass der Schlosshof, das Ambiente von dieser Veranstaltung, die Stände fügen sich ein und es ist das ganz Besondere am Abend, die Beleuchtung, und ist trotzdem noch ein Adventmarkt und kein Gramsch. Markt, wie es ist, und bei uns achtet der Obmann, der Mandelskostler, achtet ganz besonders, dass wir wirklich nur selbstgemachte Mehlspeisen verkauft werden, selbstgemachte, angefangen von vom Geselchten bis zum Schindelmacher und Lebkuchen, alles selbstgemacht. Herr Kostler, als Obmann des Museumsvereins Jeithof sind Sie sozusagen ein Garant dafür, dass dieser Jeithofer Advent auch heuer wieder zum großen Erfolg wird. Die Garantie fange ich davon her, dass ich mir bei der Organisation klare Ziele setze. Ziele setze, wo sind die USPs dieses Jeithofer Advent, wo sind die Highlights des Jeithofer Adventes. Und da zählt sicher dazu das alte Kunsthandwerk. Natürlich als Obmann des Museumsvereines hat man dazu Bezug. So zeigen wir heute, wie ein Dachschindelmacher, also ein Stück Holz, Dachschindel produziert. Das sieht man nicht alle Tage und ich glaube, auf das können wir stolz sein, dass wir sowas in Jeithof noch haben und noch herbringen können und zeigen können. Wenn ein Zimmermeister einen Kostenvoranschlag gemacht hat, ist er immer ausgegangen, 100 Stücke für einen Quadratmeter. Und der Zimmermann hat auf der Ebenfläche pro Tag zwischen 5 und 6 Quadratmeter decken müssen. Zuerst klebt man mal zwei Schindel miteinander an. Dann klebt man es nur mal auseinander. Und hinschlagen muss man immer kräftig, wie schneller alles so geht, wie scheiner klebt. Jetzt müssen sie auf der Schindelbank ausgeschnitten werden, weil am Tag oben, darf kein Rinden nicht dabei sein. Weil am Tag, wo wir die Schindel etwas schräg gedeckt werden, werden sie hinten noch etwas kürzer gehabt. Und jetzt machen wir eine Nut rein, weil ja das Waldviertlerverfahren mit Nut und Feder gedeckt wird.
Schindel wird mit 18 cm glottend. Und weil sie zweifach dick werden, die erste drei fangen an zwischen 25 und 30 cm. Am Tag oben werden sie etwas schräg dick. Das Wasser soll von Nut und Feder rinnen. Und so schaut das Schindeltuch aus dann. Geht der Roll mit, dann machen wir gerne einen Rolltausch. Was? Nein, ist das ehrlich? Ja, wirklich. Schöner Name. Danke. Wann hast du den Namenstag? Am 6.